Ich komme zu unserem zweiten Punkt, zu den Wirtschaftseffekten. Ich werde versuchen, eine Frage, die mir vielleicht näher steht als manchen anderen, wegzulassen und möchte gleich auf Wachstumsprobleme eingehen, speziell auf Risiken für Umweltstandards und Verbraucherschutz. Die Frage wird an Frau Henkel gehen. Wachstum ist uns ja durch dieses Abkommen versprochen. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass es in einer endlichen Welt kein unendliches Wachstum geben kann. Nur bestimmte Ökonomen oder Politiker scheinen das noch immer nicht zu wissen. Frau Henkel. Vielen Dank. Schade, jetzt haben Sie mich dann gebracht, einzugehen auf die Wachstumsprognosen, von denen ich erwartete, dass Herr Volbrecht sie noch vortragen wird. Es gibt ja verschiedene Studien dazu, Sie kriegen bestimmt später, haben dann später noch die Gelegenheit. Es gibt verschiedene Studien, die Wachstumseffekte beziffern, zum Teil auch Jobversprechen. Da ist dann mal von 180.000 Jobs die Rede, mal von 545 Euro mehr pro Jahr und EU-Haushalt. Darauf will ich nicht im Einzelnen eingehen. Ich sitze hier für den BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, und wie viele andere Verbände des Umwelt- und Verbraucherschutzes haben wir vor allem Bedenken um den Preis, um den jedweder Wachstumseffekt, so er denn tatsächlich erzielt würde mit diesem Abkommen, und auch das stellen wir sehr in Frage, abgekauft würde. Ehrlichere Studien, oder zumindest die umfangreicheren, legen zumindest dar, was denn die Grundlage wäre für diese Wachstumseffekte, nämlich wenigstens der Abbau von Zöllen, sondern sehr viel mehr die Angleichung von Standards. Für Standards, die auf beiden Seiten in der EU und auf den in den USA gelten, für Produkte und Produktionsweisen. Und eine solche, diese Standards sind sehr unterschiedlich in vielen Bereichen, und um diese Wachstumseffekte zu erzielen, müsste man diese, wie sie dann im Fachjargon heißt, nicht-tarifären Handelshindernisse ausräumen. Heißt, man muss die Standards angleichen. Und das sähe nun, so wie es gerade ist, vor allem für uns hier in der EU relativ schlecht aus. Denn es sind viele Standards bei uns, die noch strenger sind als in den USA. Beispiel. Gentechnisch veränderte Organismen, da sind wir hier sehr vorsichtig. Die Gesetzgebung in der EU wird im Wesentlichen vom Vorsorgeprinzip geleitet, zumindest ist das der Anspruch. Und so haben wir dann eben hier in der EU eine Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel, die direkt aus gentechnisch veränderten Organismen hergestellt werden. Wenn da in Ihrem Sojaburger oder in Ihrer Sojamilch GVO so wieder drin ist, dann muss das auch draufstehen. Das ist nicht so in den USA. Und die US-amerikanische und auch andere Agrarindustrie setzt hin und her in Bewegung und macht sich in den Verhandlungen sehr, sehr stark und auch sehr offen dafür stark, diese Kennzeichnungspflicht abzuschaffen oder umzudrehen, sodass ein Hersteller draufschreiben kann, wenn seine Lebensmittel GVO-frei, also nicht aus GVO bestehen. Ähnlich geht es auch um die Zulassung von GVOs, das haben wir hier ein sehr, sehr langsames Verfahren, das ist in den, da sind die USA sehr viel schneller in der Zulassung, und auch das könnte im Zuge dieses Zulassungsverfahren und die Prüfung, die vorgeschrieben werden, bevor nur eine neue Sorte zugelassen werden darf, auch diese könnten abgeschwächt werden. Das ist nur ein Beispiel, mit Blick auf die Zeit will ich die anderen nur anreißen. Weitere wichtige Bereiche sind Chemikalienpolitik, also zum Beispiel die Regulierung von hormonell wirksamen Substanzen ist gerade ein ganz heißes Thema in der Chemikalienpolitik. Nanotechnologie ist auch eines. Das sind beides Felder, in denen die Regulierung noch Lücken aufweist und wo auf beiden Seiten des Atlantiks neue Regeln geschaffen werden müssen, weil es einfach auch Substanzgruppen sind, die neu entstehen. Es geht aber auch um so ganz alltägliche Sachen wie Pestizide zum Beispiel, die Zulassung von Pestiziden. Und das hat Auswirkungen auf unsere Nahrungskette, es hat Auswirkungen auf Substanzen, mit denen wir uns jeden Tag umgeben, in Kosmetika, in Lebensmitteln, in der Verpackung von Lebensmitteln. Das sind Sachen, die uns überall betreffen. Und die US-amerikanische Chemikalienpolitik ist da deutlich weniger stringent, weil sie eben anders ansetzt. Chemikalienpolitik ist es so, dass der Regulator, dass die Behörden nachweisen müssen, dass eine bestimmte Substanz gefährlich ist.
Drahtbindel oder einen neuen Stoff, der muss vorher nachweisen, dass es unschädlich ist, ganz grob gesprochen. Und solche Unterschiede müssten angeglichen werden, um das volle Wachstumspotenzial auszuschöpfen, das uns hier versprochen wird. Darüber müssen wir uns klar sein. Und auch wenn immer wieder versichert wird von Seiten der Verhandler und der EU-Kommission, dass unsere Standards nicht zur Disposition stehen, müssen wir uns doch fragen, wie denn das erreicht werden soll, dass diese Wachstumseffekte erzielt werden, wenn nicht um den Preis, dass man sich an diesen Standards einig wird. Wenn Sie sich schon mit den USA darauf geeinigt haben, dass alle die EU-Standards übernehmen, fein. Dann könnten wir auch bei der Gelegenheit im Gegenzug gleich die etwas strengeren Standards für die Zulassung von Finanzprodukten oder für Finanzprodukte aus den USA übernehmen und für die Zulassung von Pharmazeutika, wäre auch fein. Aber nach aller Erfahrung ist das eher unwahrscheinlich. Zusammengefasst, wir wollen, und das meint nicht nur den IWD, sondern auch viele andere Verbände des Umwelt- und Verbraucherschutzes in Deutschland und der EU, die zu diesem Thema arbeiten, wir wollen ganz klar, dass keine Aufweichung unserer bestehenden Standards findet und auch nicht die Möglichkeit ambitionierter zukünftiger Standards, weder in den Verhandlungen noch durch eine regulatorische Kooperation, dazu kommen wir dann später noch, noch durch den Investitionsschutz. Ich will in rechter Verletzung meiner Moderatorenneutralität sagen, dass ich mich mit dieser Frage auch beschäftigt habe und immer wieder Versicherungen gehört habe, dass Standards nicht angegriffen werden. Da kann wahrscheinlich Herr Vollbrecht gleich was dazu sagen. Ja, halt, aber ich will noch einen Satz dazu sagen, was ich nicht verstanden habe. In den Äußerungen der Kommission ist die gegenseitige Anerkennung von Standards. Das bleibt mir selbst bei pflichtgemäßem scharfen Nachdenken ein Rätsel. Wie soll das heißen? Was soll das heißen? Wollen wir beispielsweise die höheren Standards der Amerikaner anerkennen und die Amerikaner erkennen unsere niedrigeren Standards an? Das kann doch logisch nicht zusammengehen. Aber vielleicht können Sie hier ein wenig Klärung schaffen.